Ich heiße Hartmut Zadrozinski und bin in Deutschland geboren und lebe jetzt in den Vereinigten Staaten als Physikprofessor. Ich habe schwache Erinnerungen, wahrscheinlich von den letzten Tagen des Nationalsozialismus. Ja, es war eigentlich eine sehr bewegte Zeit, denn meine Familie lebte damals in Schlesien und ist dann vor den heranrückenden Russen geflohen in die Tschechei. Das hat man also als Kind, selbst als Zweijahrskind, irgendwie mitbekommen. In der Tschechei ist dann mein älterer Bruder auch noch mal umgekommen in einem Tieffliegerangriff. Das habe ich also auch miterlebt. Und dann die ganze Flucht war sicher also verschieden von dem Leben, was ein Zweijähriger heute haben würde. Mein Vater war in dem gleichen Generalstab, dem gleichen Stab wie Stauffenberg. Die waren also sozusagen Zimmerkameraden. Mein Vater war sehr religiös und hat sich aus religiösen und menschlichen Gründen dann gegen Hitler gearbeitet. Ja, ich glaube schon, dass man schon seine Väter und Großväter als Vorbilder annimmt. Und zum Glück haben wir diese Situation heutzutage nicht, dass wir also diese Entscheidung machen würden. Aber ich würde hoffen, dass ich, wenn so etwas wieder vorkommt, dass ich die Kraft haben würde, auch so eine Entscheidung zu treffen. Ein Grund dafür ist, dass eigentlich das Leben so verschieden ist. Das Leben, was wir haben, hat eigentlich mit Widerstand gar nichts zu tun. Man geht also immer mit und man macht immer alles weiter, macht alle Moden weiter, man macht alle Dinge, wie die anderen tun und sowas. Und wenn man also dann zum 20. Juli dann stillhält, zurücktritt und sich das und sein Leben anguckt und so, ist es also sehr wichtig. Und das hilft einem, also sich ein bisschen auf die wichtigen Sachen zu konzentrieren, anstatt eben das normale Leben. Ich habe also zwei ältere Brüder und die haben eigentlich immer gesagt, dass sie Nachteile hatten, dass also Leute sie Verräterkinder nannten oder so etwas. Und ich habe das eigentlich nicht erlebt. Ich war also ein bisschen jünger und als ich in die Schule kam, 1949, 1950, da fing es auch in Deutschland schon an, dass die Leute andere Vorstellungen vom Widerstand hatten und auch andere Urteile hatten gegenüber dem Widerstand. Ich glaube, für mich war Widerstand. Ich glaube, der wirkliche Feind war also Hitler, und wer gegen Hitler war, war eigentlich auf der richtigen Seite. Ich glaube schon, dass die ganze Erziehung nach 1945 sich radikal geändert hat. Nach dem Ersten Weltkrieg, als mein Vater aufwuchs, hat man den, glaube ich, nicht verstanden, dass der Militarismus weg muss, dass man also kein Volk keine Demokratie aufbauen kann, wo also das Militär so viel Kraft hat und wo die Leute immer noch militaristisch denken. Das Wichtigste ist, dass man also nicht mit der Masse geht. Oder wenn man mit der Masse geht, dass man da immer noch weiß, dass man mit der Masse geht und dass man da sich zurückziehen kann und was anderes tun kann. Ich glaube, das ist die eine Sache, die vom Widerstand her sicher kommt. Und das andere ist, dass man eben handeln muss.